Genau, wenn die Jungs aufgebaut haben, dann werde ich mit Cenk ein bisschen quatschen und er wird uns ganz sicher erzählen, was die FIA heute mitgebracht hat und vor allen Dingen eben auch erzählen, was dahinter steckt und worum es im Kern dieses Konzeptes geht. Und gleich zum Abschluss, das sage ich auch schon mal, wird hier noch einmal getanzt. Da gibt es noch ein bisschen Stimmung, ein bisschen Mucke. Insofern lauft nicht weg. Gebt uns diese 20 Minuten noch. Alle auf die Seite. Und beschert auch den Letzten hier die tolle Resonanz, die ihr uns den ganzen Tag geschenkt habt hier an der Sportbühne der Region und des Stadtsportbundes. Oder auch dem Regionssportbund, wie man dann so will. So, erzähl uns ganz kurz, klar, damit die Leute, die zuschauen, auch ein bisschen besser verstehen, um was es konkret geht. Was habt ihr mitgebracht? Wir haben heute ein Koordination-Kognitionsprogramm mitgebracht und ein Technikprogramm. Genau, und das werden die Kinder euch gleich vorführen mit den Trainern zusammen, also mit meiner Person und unserem Natsch, das ist sportlicher Leiter bei der FIA. Genau, und lassen einfach die Kinder gleich sprechen und ihr schaut es euch an. Ich hoffe, das gefällt euch. Genau, die Idee von der Football Innovation Academy ist einfach, dass wir charakterstarke Kinder ausbilden möchten, mit Spaß bei der Sache, dass die Kinder bei uns einfach ja, frei Fußball spielen dürfen, ohne Leistungsdruck. Also wir versuchen die Kinder so weit wie es geht einfach von diesem Leistungsdruck wegzuhalten, dementsprechend auch ja, Eltern Ideen mitzugeben, wie wir darüber denken, was Eltern im Fußball als Aufgaben haben. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Idee, die wir einfach mitgebracht haben. Wunderbar, Cenk. Dann sage ich danke hierher und dann legt ihr einfach mal los und zeigt uns ein bisschen, was ihr mitgebracht habt. Und Jungs, ich lasse euch, Cenk, ich lasse euch das Mikro mal hier liegen, falls ihr zwischendurch mal was erklären wollt oder so, gerne. Und sonst sagt ihr mir Bescheid, wenn ihr fertig seid, dann komme ich wieder.